Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie in meiner bekannt liebenswürdigen Art und Weise hier zur nächsten Vorlesung in Mokka. Diejenigen unter Ihnen, die bereits andere Vorlesungen besucht haben, wissen das natürlich schon. Alle anderen begrüße ich auch aufs Herzlichste. Und Mokka heißt also metallorganische und katalytische Anorganik. Das ist eine Mastervorlesung im Fach Biotechnische Chemie an der TU Ilmenau. Gut, und der Grund, warum es nun verschiedene Vorlesungen hier bei YouTube gibt, ist natürlich das gute Coronavirus. Ne? Wo waren wir stehen geblieben? Beim letzten Mal hatten wir uns über Alkenliganden unterhalten und dann bei Butadien sollten wir, wenn mein Kreuz hier stimmt, natürlich stimmt das, bei Butadienliganden aufgehört haben. Und ich hatte schon gesagt, jetzt müssen wir zu den zyklischen Vertretern kommen. Ganz wichtige sind dabei und mit Cyclopentadienylkomplexen fangen wir jetzt an. So, ich mache noch einmal etwas Platz. So, also Cyclopentadienylkomplexe. Nicht Komplexe, sondern Komplexe natürlich. So, Cyclopentadienylkomplexe. Wie gehabt wird es eine Reihe von Folien geben, die ich eigentlich als Folie digital habe, aber aufgrund von diversen Urheberrechtsgeschichten, um da nicht in Teufelsküche zu kommen, müssen wir also etwas mehr pinseln. Das ist halt so. Nur falls Sie sich wundern, normalerweise gibt es die direkt in der Live-Vorlesung halt als Bild, so muss man es halt malen. Okay, aber das schult mich im Malen, Sie im Abmalen und bringt vielleicht auch Vorteile mit, man weiß es nicht. Ich glaube, von dieser Verbindung hier, CP2FE, also die Cyclopentadienyl, wenn man so will, Eisen, Ferro 10, hat jeder schon mal was gehört, der sich mit Chemie zumindest etwas beschäftigt hat. Ich möchte hier auf einen Artikel hinweisen, aus der angewandten Chemie, ein Übersichtsartikel. Die internationale Edition ist das, 39, 1, 2, 3, also 123 und erschien im Jahr 2000, ein hübscher, wirklich guter Übersichtsartikel, kann man sich mal zu Gemüte führen. Okay, zum Punkt, warum ist das so wichtig und warum war es auch einer der ersten Komplexe, die hier hergestellt wurden, weil er, vielleicht schreiben wir das einfach mal als Frage auf, warum wichtig? Ja, weil er einfach so schön stabil ist, die Komplexe, die herauskommen, ja. Es ist nicht nur der stabilste Polyenylligant, ja, sondern auch sonst ist das System sehr stabil, also auch nicht nur bei den Polyenylen, sondern auch unterhalb anderer, anderer Liganden. Was heißt jetzt stabil? Er ist zum Beispiel höchst inert, ja, auf typische Folgereaktionen wie elektrophile Substitution oder nukleophile Substitution. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, ne? dass man damit weitere Chemie machen kann, ohne dass man sich Gedanken um seinen Liganden machen muss. Der einzige Punkt, in dem er angegriffen werden kann, er ist empfindlich auf starke Oxidationsmittel. Also es ist nicht, dass es komplett toter Hund ist. Ja, man kann ihn schon mit stärkeren Oxidationsmitteln auch beikommen. Natürlich kann man auch mit stärkeren oder forcierteren Bedingungen beispielsweise elektrophile Substitution daran machen. Werden wir noch sehen. Das ist aber durchaus ein Vorteil, ne, wenn man wirklich die Bedingungen halt je nach Stärke variieren kann und so zu Ergebnissen gelangen kann. Das alles macht ihn, ich glaube, das ist ganz selbstverständlich, zu einem sehr guten Spektor.
Ligand. Ja. Ligand. Ja, logischerweise. Diese typisch als Bindung auftretenden, typisch sind Metallozene, ne? Also Ferrozen, ja. Vielleicht machen wir mal hier das O natürlich auch. Ferrozen, Metallozene, ja, das ist sozusagen das Suffix dafür. Es sind aber auch andere Systeme bekannt, also gemischte, aber auch Systeme CPML, was auch immer der Ligand ist, ja. Wir werden das dann noch sehen, zum Beispiel die sogenannten Pianostühle, ja, mit 2 bis 4 Beinen. Werden wir dann noch sehen, wie das aussieht. Natürlich wie ein Pianostuhl, ja, damals schon, die Überraschung kann man schon vorwegnehmen. Typische Anwendungsfelder. Nicht Anwendungen, Wendungsfelder sind hier besonders die Alkenpolymerisation. Ah, da findet man sie wirklich besonders häufig, fast immer, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Okay. Ein großer Vorteil ist, man kann natürlich nicht nur das Cyclopentadien selbst hernehmen, sondern man kann auch substituierte Cyclopentadiene hernehmen. Ich mache mir mal jetzt hier die Reste dran. Natürlich könnte man die auch durchalternieren, durchvariieren. Okay, sei es drum, ja. Möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich möchte jetzt nur sagen, was das R sein kann. Ja. Es ist selbstverständlich, wenn ich das als Metallozen-System habe und die Reste R sind sterisch fordernder. Also werden sterisch eine gewisse Forderung, zum Beispiel wäre hier euch zu nennen, R gleich Isopropyl, ja, dann ist klar, dass das ganze Ding deutlich mehr Raum oben drüber abschirmt, mehr Bindungsfläche einnimmt. Wie das Ganze heißt, schreibe ich Ihnen gleich. Das ist natürlich das logisch. Je mehr R's ich von diesem Substituenten dran habe, desto größer wird diese räumliche Forderung. Das kann man gleich noch, kommt hier also in dieser Richtung jetzt noch aufgezeichnet. Bei dieser Abschirmung spricht man vom sogenannten Cone Angle. Ja, Cone Angle. Den kann man in beiden Bereichen einstellen. Zum Beispiel, wenn man also jetzt Tabto 5, C5, R5, 5 mal Isopropyl, hätte man einen Cone Angle von 167 Grad. Bei Tabto 5 CP natürlich, nicht nur C, CP, R4, 146 Grad, ja. Ich mache mal Punkt und Punkt, unendlich viel Platz haben wir nicht, aber wenn wir dann bei dem reinen Hapto 5 CP sind, wären wir bei 88 Grad.
Okay, was ist jetzt dieser Kornenkel? Man kann sich natürlich vorstellen, ne, aber kann man das auch irgendwie vielleicht abbilden? Ja, jetzt habe ich mich hier gut eingemalt. So, passen Sie auf, wir machen da mal ganz spitzfindig. Hier ist ein kleines Plätzchen. Ja, das soll keine Delle sein, das ist nur, dass es nichts unbedingt damit zu tun hat. Und die Abbildung, ich erlaube mir jetzt mal, obwohl wir gerade bei der CP sind, die Abbildung mal ganz typisch für den Cone Angle, der ist nicht auf die Cyclopentadien-Systeme beschränkt, aufzuzeichnen. Ich nehme mal unser Phosphor als Beispiel, das zeichnet sich einfacher. Ja. Ich hoffe, Sie sehen das nach, ja, dass das hier für die Übersicht mit Phosphor schöner geht. Das habe ich immer zu Phosphor gesagt. Versuchen Sie mal Phosphor zu sagen und dabei Kohlenstoff zu schreiben. Das ist nicht so einfach. Und wenn ich jetzt hier die ganzen Haars dran pinsle, so, ja, dann wäre der Cone Angle jetzt, ich mal schauen, so, ach, ein Traum, oder? Ach, das ist ganz fantastisch. Okay, das wäre also der Winkel dazu. Das sieht ein bisschen aus wie eine Eistüte, ne? Cone, Angle. Und das, klar, wenn ich das größer wird, wird dieser Winkel hier breiter, dann wird mehr abgedeckt. Und wenn es halt kleiner wird, wird das ganze Ding schmaler. Cone Angle. Wichtiger Punkt für die Angreifbarkeit auch des Metalls. Also, dafür sind die Systeme hier natürlich auch wichtig. Gut, haben wir gesehen. Platz ist jetzt wirklich voll. Ja, ich mache mal etwas. Ich sorge mal für etwas Leere. Gut, weiter geht es. Was gibt es für Bindungen? Das hatten wir uns ja schon kurz drüber unterhalten. Wir stellen uns also mal kurz die Frage, welche Bindungen sind möglich? Auf der letzten Seite, also gerade weggeklickt, hatten wir ja Zyklo gar nicht so einfach, den richtigen Strich wegzuradieren mit dem digitalen. Okay. Hatten wir ja bereits ganz kurz mal das Ganze gesehen. Es ist ganz klar, dieses System hier könnte im besten Fall mit seinen zwei Wasserstoffen hier natürlich nicht aromatisch, Sie erinnern sich, zweimal H dran, das könnte noch als Butadien-ähnliches System funktionieren. Wir sprechen ja eigentlich dann ja, von dem Cyclopentadienyl, hat man ja gesagt, Anion, also von der negativ geladenen, von dem negativ geladenen System. Und jetzt ist klar, jetzt könnten hier natürlich oder können hier verschiedene Systeme herhalten, herangehen, wie die ganze Sache mit dem Metallwechselwirkung tritt. Ne? Da wäre zum Beispiel mal zu nennen, ich mache immer gleich ein kleines Beispiel dazu, ja. Das Ganze könnte so aussehen. Ja, jetzt wäre ja eindeutig die Art der Bindung über Eta 1, also ne, einfach gebunden, Haptizität ist 1. Wichtig ist dabei natürlich immer, das könnte, würden Sie sicherlich sagen, dass die 18-Elektronen-Regel erfüllt ist, aber wir werden sehen. Das ist zwar nicht falsch, ja, aber es gibt zahlreiche Systeme, die tatsächlich mit CP als Liganden eine Ausnahme davon darstellen. Sie wissen ja, die Ausnahme stellt die Regel, ne? Das gilt hier also auch. Wir werden aber sehen, dass tatsächlich Systeme, die 18-Elektronen-Regel verletzen, in der Regel auch reaktiver, empfindlicher sind. Ja, das werden wir bei den verschiedenen Metallocenen dann noch öfters hören. Andere Möglichkeiten gibt es natürlich auch noch. Wir könnten weiterhin ja, ich schreibe das jetzt mal als Aromaten, das macht sich ganz gut. Aha. Und die Carbonylsysteme mit Rhodium, ja,
Hier sieht man das sehr schön, wenn ich hierzu einen Liganden gebe. Vielleicht hätten Sie geschätzt, oh ja, da geht halt einmal CO ab. Ja, das wäre ja möglich. Da hätte man genug Kapazitäten erzeugt, um ja, das, den Liganden natürlich als Zweizähler zu betrachten, hereinzunehmen. Hier kann unser CP aber auf ganz geschickte Art und Weise ausweichen, indem es einfach die Bindigkeit, die Haptizität am Cyclopentadienyl-System ändert. Es switcht also hier ja, von Hapto 5 auf 3. Und Differenz ist logischerweise 3, geht also der Ligand dran und dann hat das System tatsächlich Zeit, CO abzuspalten und jetzt ahnen Sie schon, natürlich nach oben haben wir also jetzt RHCO. Das war mal in Klammern, sonst sieht es vielleicht ein bisschen merkwürdig aus. Ne? So, ja, da hat es das abgegeben, da ist das erfolgt, aber es ist tatsächlich eine wichtige Eigenschaft, ja, die Haptizität zu switchen. Das hat mir als Student, erinnere ich mich noch, immer gut gefallen, das Beispiel, ja, dass man versteht, warum das so wichtig sein kann. Gut, okay. Es ist logisch die häufigste Form, ja. Ja, vielleicht mal nicht. Blau, ja, ist natürlich. Ne, ist natürlich seltener, ist auch etwas weniger stabil, ja, weil es halt weniger Energie hin und her tragen kann. Und sie zeigt halt die Doppelbindung, die freie, ich mache mal in Anführungsstrichen, die nicht benutzte Doppelbindung, ja, die zeigt vom Metall weg, was weniger günstig ist dafür. Ne? Wie kann man sich jetzt also vorstellen, nun aber vorstellen so rum, wie kann es zu Bindungen zwischen den Systemen kommen? Das wollen wir uns noch hier unten anschauen. Ja, ich denke mal, das passt hin. Machen das mal ganz einfach und schauen uns mal die elektronische Struktur der Cyclopentadien-Liganden an. Erinnern Sie sich, das haben wir bei anderen Systemen natürlich auch schon gemacht. V1. Jetzt kommen ein paar Knoten eben dazu. Versuche, dass die Systeme alle gleich groß sind, aber das ist was ich jetzt natürlich als Folie hätte. Da müssen wir nur aber durch. 2 und 3. Naja, und dann machen wir noch ein Beispiel mit den 3 Knotenebenen. Klar, das brauchen wir auch noch. Plus, Minus, Minus. Ah, das Plus sieht kein Mensch. Naja, schön ist anders, aber zum Verstehen reicht es. Ich hätte ja die Ladung, also die Vorzeichen, einfach mit Farbe zeichnen können. Aber ich denke, es geht. Ja? Minus wären jetzt natürlich die 3 und die 4. Gut, okay. Wie kann man sich das nun also vorstellen? Wir machen mal eine Möglichkeit, schnappen wir uns mal heraus, der Ligand, Cyclopentadienyl-Ligand-Kombination, die möglich wären. Ja, welches nehmen wir? Ja, wir nehmen natürlich eins mit einer Knotenebene drin. Na, das untere wäre doch ganz zu einfach. So, da ist die erste Aufgabe, wenn man sowas darstellen möchte, ne? Ein bisschen Räumlichkeit hineinzubringen. Hier nehme ich natürlich ein bisschen Farbe. Na, jetzt schauen wir uns das System mal an. Ja, nehmen das Erstbeste.
So. Jetzt schreibe ich mir, die Minus lasse ich dann mal ganz geflissentlich beiseite. Ja, also ich schreibe immer nur die eigentlich bindende Position auf, auch hier der Übersichtlichkeit halber. Ja, und das Ganze soll, Knotenebene natürlich auch noch, das Ganze soll nun mit dem Metall in Kombination treten. Welches ist dafür geeignet? Welches System? Ja, nur das ist ganz klar, damit ich hier in Wechselwirkung komme. Ich zeichne mal auch hier die Hilfsachsen ein bisschen ein, dass man es leichter erkennen kann. Ja, und hier würde sie sicherlich ja, die sollen nicht alle gleich groß sein. Das sind sie jetzt mal ganz vorsichtig ausgedrückt nicht. Ja, das wäre also das DYZ. Genau, DYZ. Ja, ne? Und dann muss das entsprechend hier auch plus, minus sein. Ne? Und wenn ich das jetzt annähere, kann ich entsprechend zum Überlapp kommen. Ja, wobei klar ist hier, also nur die für die räumliche Vorstellung Z, Y und hier die X-Achse. Okay. Natürlich können sich die anderen auch noch hinzeichnen, ist ja kein Problem, daneben ist genügend Platz zum Üben. Das wären also Möglichkeiten dafür. Okay, die Seite ist voll, hier die kleine Ecke lassen wir mal. Es muss ja nicht immer bis zum Bersten gefüllt sein, die Seite. Gut, ich mache mal etwas Platz. Nein, eins habe ich noch vergessen, das wollte ich nicht, aber ich habe es noch gemerkt vor dem Wegradieren. Wir haben gesehen, die fünf Kohlenstoffe, also die fünf P-Orbital der fünf Kohlenstoffe geben also fünf MO-Schematas, logischerweise. Den Überlapp, das wollte ich noch erklären, genau. Der untere, V1 ist natürlich wichtig, ne? Ganz klar. Im Normalfall in der Regel mit DZ-Quadrat, kann man sich gut vorstellen. Die haben wir auch gesehen, ebenfalls nicht unwichtig mit YZ. Ja, DYZ und mit DXZ logischerweise auch. Das wären die. Hier oben in der, habe ich jetzt schon wieder drei geschrieben. Ach, sehr so gut, dass wir verglichen haben. Eieieiei. Nee, Stift brauche ich. Stift. So eine Schlamperei. Da, natürlich. Also nicht mal zählen. 4 und 5. 3 und 4. Also 3 haben wir ja schon. Ne? Also 4 und 5 haben nur einen relativ schwachen Interaktion mit dem Metall, also die sind nicht so wichtig wie die 1 bis 4, 3 Systeme. Das macht übrigens CP nur zu einem mittlerer Pi-Akzeptor. Mittlerer Pi-Akzeptor und die intrinsische negative Ladung der CPs, ja, ermutigt, ja, oder die, ja, ermöglicht, sehr schön, die Backdonation, gut möglich, und das natürlich, die Backdonation dann wiederum auf andere liganten Parts, das ist also sehr praktisch, haben wir gedacht, wir haben hier drüben noch Platz, nein, irgendwas war es da noch, genau, also noch dran gedacht, gut, jetzt ist wirklich voll, jetzt mache ich wirklich Platz. Schauen wir doch etwas genauer auf die Bindungsarten. Ich habe jetzt ungewöhnlich für mich hier schon mal das quantitative MO-Schema mal aufgepinselt. Das gilt also für die... First Row, schreiben wir es halt mal auf Englisch. Ne? Metallocene. Ich habe es jetzt ein paar Mal versucht, mit dem Video so aufzunehmen. Das ist schwierig, weil ich mich dann hier, dann sieht man die Striche nicht aus und außerdem muss ich mich da konzentrieren und kann nichts erzählen. Das ist langweilig. Also habe ich das schon mal vorweggenommen. Ja, natürlich in der Wechselwirkung mit den 3D, 4S und 4P.
Orbitalen, was sich dabei ergibt, hier im Kästchen, also in der Box sozusagen, ist eine Aufspaltung, Kristallfeldaufspaltung, die so ein bisschen ja, vielleicht an das Oktaederfeld erinnert. Taeder. Ja, Kristallfeld wollen wir schon sagen. Ähnlich, ja, kann kein Mensch lesen. Ähnlichkeit. Ähnlichkeit. Ne? So, was heißt das jetzt für uns? Wichtiger Punkt, den Sie sich unbedingt einprägen müssen. Wir haben es, ja, ist eigentlich völlig logisch. Wir müssen hier, wenn wir uns die Bindungsarten betrachten oder die Bindung betrachten, immer mit Paaren von Cyclopentadienylen, also mit Zweien zu tun, ne? Oben und unten. Das heißt, wir müssen immer Paare betrachten. Es reicht nicht, nur eins zu betrachten, wenn Sie die eigentlichen Metallocene nehmen, sind ja halt zwei da. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir halt beide betrachten und damit müssen wir also in die Oktaederfeldaufspaltung, also in diesen Vergleich mal etwas hinein starten und daraus ergeben sich jetzt natürlich gewisse Konsequenzen. Auch hier wollen wir nicht alle nehmen, sondern nur einen Part uns betrachten. Und den Part, den wir uns betrachten, wir fangen diesmal wirklich mal unten an, schauen uns das untere an dafür, weil es am leichten zeichnen lässt. Hier in dem Mörs wird ja immer mehr Informationen, die reinkommen. Und zwar, wenn wir bei Phi1 sind, dann ist es natürlich nicht nur ein Phi1, wie ich gesagt habe, sondern es sind natürlich eigentlich zwei zu betrachten. Ja? Also halten wir streng genommen die Möglichkeit, Phi1 plus Phi1, nennen wir das Strich vom zweiten, ja? Strich. Diese Symmetrie würde hier entsprechen A1G, den Studenten aus der biotechnischen Chemievorlesung. Na, wenn Sie jetzt hier sagen, aber da weiß ich nicht mehr so genau, oder auch Oktaederkristallfeld, okay, bitte nehmen Sie sich nochmal die Aufzeichnung der speziellen anorganischen Chemie zur Hand, schauen Sie da nochmal hinein. Sonst eben die jeweilige Vorlesung Ihrer Universität, in der Sie das hatten, das müsste so AC2 sein, AC3 vielleicht, oder auch Festkörperchemie, natürlich dann ganz besonders. Mit was wechselwirkt dieses System also? Natürlich wechselwirkt es auch mit A1G, sprich dem DZ-Quadrat. Auch hier werde ich im Normalfall immer gemacht, nur die wichtigen Orbitale einzeichnen, damit es einfach nicht ganz so kunterbunt wird. Ne? Manchmal ist weniger Info auch mehr Info. So. Und so, okay, jetzt das Ganze noch einmal von unten, möglichst so, dass die schön übereinander liegen. Naja, wie gesagt, möglichst so, dass sie schön übereinander liegen. Und nach oben. Naja, einigermaßen, nicht? Also, das ist natürlich Phi1 und das ist Phi1. Und jetzt muss in die Mitte, ein bisschen mehr Platz wäre schon schön gewesen. Unser Metall, ich sage jetzt mal, ja, um meine Bezeichnung hier zu rechtfertigen, Größenverhältnisse müssen nicht stimmen. Okay, ich habe ja den Vorteil, ich kann notfalls hier nochmal die Farbe wechseln. So ganz frech. Ja, das sieht das fast so aus, als sollte das so sein. Plus. Und Plus, ja, das ist doch fast perfekt, ja. Da kann ich die Achsen jetzt in Gelb hineinzeichnen. Dann sieht das genauso aus, als müsste das so. So. Und. Ach, ein Traum. Also, hier das D. Z-Quadrat, erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit wäre natürlich Phi 1 minus Phi
Ja. Minus 4, 1 Strich natürlich. Das wollte ich nur minus 4, 1. Das macht wenig Sinn. Mein Strich dazwischen. Und das Ganze wäre also jetzt A2U. Okay, bedeutet jetzt für uns also, Nummer 1 sieht dem jetzt eben gezeichneten zum Verdeckseln ähnlich. Plus, 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 plus. Und das untere, ja, diesmal, ich lasse etwas mehr Platz, ja. So, naja. Ah, fast, fast schön. So, natürlich Minus. So, Minus, jawohl. Und im Metall PZ hat sich natürlich nichts geändert. Jetzt muss ich nur die Farben versuchen gleich zu malen. M, ja, sehr schön. Hier mit Minus und mit Plus. Und die Achsen, jawohl. Ja, und natürlich hier mit P, Z. Gut, ne? Das sind die Konsequenzen. Natürlich PZ auch EA2U. Okay, ne? Das sind also die logischen Konsequenzen des Ganzen. Wir sehen und fassen also zusammen wichtige Punkte. Es gibt eine Bindungsart, ja, ein Bindungseffekt, den Ligand to Metal im Englischen, also die Ligand zu Metallbindung, und es gibt den Plus-Metall zu Ligand, was die Backdonation wäre. Es führt zu einer Aufspaltung, ne? Wir sehen also die Aufspaltung der D-Orbitale, die einem mehr oder weniger, ja, an das oktaedrische Kristallfeld erinnert. Ja, ich hoffe doch mehr bei meiner Zeichnung. Und das Ganze hat also eine Auswirkung darauf, was wir jetzt sehen werden im Beispiel. Ja, zu der 18 Elektronenregel, zu der wir jetzt kommen können, dürfen, müssen und vergleichen dürfen, wie sehr wird die jetzt noch erfüllt. Ne? Also die Wechselwirkung, ich denke, das ist ganz gut verstanden. Natürlich müssen wir uns die Paare von CPs angucken, nicht nur ein CP in den Metallozeen. Und das ist irgendwie klar. Okay, ja, die Seite ist wieder gut voll. Das schauen wir uns einmal an. Stift, jawohl. Also machen das jetzt wie folgt. Wir zeichnen uns hier. Ja, vielleicht meinst du auch, meine Aufzeichnungen klappen zu. Nicht erschrecken, es raschelt. So. Wir zeichnen uns hier wunderbar Orbitale ein. So. Moment, wir sind ja ganz pfiffig. So, was sagen Sie jetzt? Wir sind ganz pfiffig gewesen. Ich habe einfach mit Lineal die Linie mal vorgezogen, damit die einigermaßen gerade sind. Ja, was wir jetzt machen ist, wir schauen uns jetzt nacheinander die einzelnen Systeme an. Ja, füllen hier die Elektronen rein. Es kommt hier logischerweise immer eins mehr dazu. Und dann schauen wir uns das mal an, was das für Konsequenzen hat. In Ordnung, also. Eisen, Scandium, Titanium, Vanadium, Chrom, Mangan, Eisen, 6 Valenzelektronen bitte. 1, 2, 3, 4. Ich lasse die, ne, müssten ein Stückchen höher sein, also so exakt sind wir mal nicht. 5, 6, Eisen, F, E, C, B, 2. Ja? Heißt für uns im Übrigen, das können wir schon mal hinschreiben, damit sind wir ja bestens vertraut, sind also 18 Valenz-Elektronensysteme, ne? Offensichtlich, passt sehr gut, mit anderen Worten sehr stabil, wissen wir schon, das ist ja eben unser Ferro 10. Wir können übrigens schlussfolgern, alle Systeme der Gruppe 8, also Gruppe 8, MCP2 sollten also stabil sein. Das ist eine einfache Konsequenz jetzt aus der Zahl der Valenzelektronen. Wie sieht es jetzt aber aus, wenn wir weitergehen? Also Scandium, Titanium, Vanadium, Chrom, Mangan, Eisen, Kobalt.
PC, genau, CP2. Logischerweise sieht es fast genauso aus. Nur jetzt, was machen wir mit dem einen? Richtig. Das eine, ja, was ist mit dem passiert? Das ist hochgerutscht. Gruppe 9 also heißt für uns jetzt, das ist, ja, ungepaart. 19 Valenzelektronen. Wir wissen, was das heißt. Paramagnetisch. Die Dinger sind paramagnetisch, also Kobalt und Nickel, ne? Für Kobalt und Nickel. Jetzt könnte ich sagen, ja gut, und wenn ich jetzt dem 1 entreiße, ich nehme den einfach 1 wieder weg, also ich mache einen Ion draus, sprich CO, CP2 plus, ne? Das hat ja wieder 18 Valenzelektronen. Ich mache mein Ausrufezeichen drunter. Ja, das gibt's und das ist stabil. Selbst in dieser geladenen Spezies, weil es jetzt wieder 18 Valenzelektronen hat. Ne? Das ist doch neckisch. Dasselbe, wie gesagt, auch für Nickel. Nee, das hat noch schwarz. Falsche Farbe. Nickel. CP2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, also, ne, wir können hier also festhalten für die, vielleicht schreiben wir es hier hin, Gruppe 9 und 10, ja, 9 und 10, ne, paramagnetisch, weniger stabil, ja, oder mit anderen Worten ausgedrückt, deutlich reaktiver sind die. Deutlich reaktiver sind die. Okay, das ist doch eine Konsequenz aus unserem Wissen, dass das stabil sein müsste. Und wenn es das halt nicht ist, wenn das mehr hat, wir sind hier ja immerhin schon mal in einem D20-System. Ne? Gut, schauen wir ein Stückchen weiter. Jetzt andere Richtung. Ich mache hier mal so eine, ja, eine Zäsur, wie es so schön heißt, eine Zäsur hinein. Und was ist jetzt mit Systemen, die weniger Elektronen haben? Also wir wissen jetzt, was passiert, wenn es mehr hat, was passiert, wenn es weniger hat. Ich verlängere mal hier meine Linie. Oh, sehr schön. Grauenvoll. Ja, Sie sehen, es ist nicht so einfach, mit auf digitalem Grund hier die Linien zu treffen. Na super. Naja, aber wir kriegen das alles hin. Wer hat doch gelacht, wenn wir hier nicht eine Linie hinkriegten. So. Ja, ein bisschen windschief, aber man erkennt's. Okay, also jetzt in eine andere Richtung, nämlich Vanadium-CP. Ja, hat jetzt nicht allzu viele. Das sind deutlich weniger, ne? Scandium, Titanium, Vanadium, 3. Wir 3 haben wir eingezeichnet. Bei Chrom, ja, CP. Das war jetzt zu verlockend. CP2. Das erste Mal, dass wir einen Paarungseffekt darin sehen, ja, aber natürlich immer noch sehr wenige. Mangan CP2, jetzt kommt eine Überraschung. Schiebt die nächsten 2 tatsächlich in das weniger beliebte, ja, in die weniger beliebten angebindenden Orbitale, und zwar als Highspin-Komplex. Also gibt es sowohl Highspin als auch, ja natürlich, den Lowspin-Komplex, CP2. Jetzt muss man sagen, was ist da der Unterschied? Da habe ich mich doch die 2 hier hochgemalt. Und keiner sagt was, wenn man so aufgeregt ist, weil das so toll ist. Das. Hier, wenn ich CP-Stern nehme, das sind Substituierte mit Methyl zum Beispiel, Pentamethyl-CP, dann komme ich zum Low-Spin-Komplex. Ja, der natürlich dann 1, 2, 3, 4, 5, kommt uns bekannt vor, hat frappierende Ähnlichkeit mit Eisen-CP. Ne? Also auch das geht. Heißt natürlich für unsere Zwecke, Systeme wie hier vorn, ja, also von der Gruppe
4 bis 7 müsste das sein. Diese können weitere Liganden binden. Eigentlich logisch, ne? Um auf die 18-Valenz-Elektronen-Regel zu kommen. Hierbei resultieren übrigens gekrümmte Strukturen. Gekrümmte Strukturen, was meine ich damit? Das schauen wir uns mal an. Zum Beispiel, ja, zum Beispiel CP2-Titan, was hat er aufgenommen? Dichlorid, ich glaube, das hatten wir auch schon mal bei einem Beispiel. Ein typisches Praktikumspräparat. Hier sitzt das CP jetzt nicht eine Sandwich-artig über dem Titan, sondern ist halt gekrümmt, abgewinkelt. Und hier ist Platz für unsere Chlorosubstituenten. Und wenn Sie richtig gezählt haben, Scandium, Titanium, hätten wir also 4, ja, 2 mal 5, 14, 15, 16. Wo habe ich Platz? 16 Valenzelektronensystem. Das ist nicht unbedingt glücklich. Das hat ein freies Elektronenpaar. Und dann raten Sie mal, was man damit gut machen kann zum Beispiel. Na, man könnte zum Beispiel noch Ethylen hier anlagern. Ne? Da ahnen Sie schon, hat man ganz zum Start. Na klar, von der Polymerisation jetzt nicht ganz ungünstig. Ja, und mit gefülltem CP mit Molybdän. Ja, da kommt die erste panikartige Suchung. Wo steht Molybdän nochmal gleich? Ja, Molybdän natürlich unterm Chrom. Mit den beiden Elektronen hier drin. Also mit dem gefüllten Orbital. Leer. Naja. Gefüllt lässt sich vielleicht auch schon vermuten, wenn ich die Pfeile reinmale. Ein 18-Valenz-Elektronensystem. Das meine ich mit gekrümmten Strukturen. Okay, ja, ich hätte eigentlich auch oben, da brauchen wir noch eine schöne Überschrift, machen wir das auch noch. MCP2-Strukturen. Ah, schöne Überschrift, ne? Mangan-CP2-Strukturen sind stabil unter Betrachtung der 18-Valenz-Elektronenregel. Und das haben wir ja genau hier gemacht. Okay, ja, natürlich sind dabei so ein paar Vertreter, ne? Nickel-CP zum Beispiel. Auch ein schönes Praktikumspräparat, schön grün in der Farbe, lässt sich gut sublimieren. Die übrigens alle, ne, auch das noch ein wichtiger Punkt, habe ich noch gar nicht angesprochen, die sind alle gut sublimierbar. CP, also Ferro 10 lässt sich schon ohne großen Aufwand, nicht genährt oder so, ja, da können Sie ganz normal sublimieren. Schöne rote Nadeln, das ist ein absolutes Einsteiger-Präparat, wenn man was zum Sublimieren sucht. Bei Nickel-CP, ja, da muss man schon Inertgas-Sublimation mit Inertgas abkratzen, dann der Verbindung, ne, vom Kühlfinger machen. Aber alles sehr schöne Präparate. Natürlich nicht mehr ganz so schön, wenn sie dann so reaktiv werden. Aber mit Nickel kriegt man das noch hin. Hm? Die Seite ist voll, ich mache mal wieder Platz. Sollte meine Stimme etwas genervt klingen, das ist die 6. Aufzeichnung dieser Folie, weil der Rechner sich jetzt geweigert hat, einfach die Aufzeichnung zu speichern. Das sind die Freuden der Digitalvorlesung. Also auf ein neues. Wir wollten vergleichen CP2-Titan-Dichlorid mit CP2-Molybdän-Dichlorid. Sie erinnern sich an die Abbildung, ne? Die leere Bindungstasche zwischen den beiden Chloren und die Chlorspezies hier, ja, flankieren quasi hier das freie Elektronenpaar. Welche Konsequenzen hat das für das System? Na, zunächst mal ist das ganz klar. Das hier sollte eine harte Lewis-Säure sein, nicht? Die schreit quasi nach Elektronen, die sie aufnehmen kann. Die hat das schon. Also eine weiche Lewis-Base. Okay, hat ja ein freies Elektronenpaar. Was heißt das jetzt für die Reaktivität? Genau zu sein? Na,
hat mal ein Student gesagt, nach der Partnersuche. Ja? Genau. Also mit was möchte das Ganze reagieren? Na logisch, das Titandichlorid sucht natürlich nach Pi-basischen oder anders ausgedrückt Pi-Donor-Systemen, die also Elektronendichte auf das Titan übertragen können. Was kennen wir da? Zum Beispiel natürlich Sauerstoff. Das wiederum heißt mit anderen Worten, dass diese Spezies hydrolyseempfindlich ist. Die ist hydrolyseempfindlich. Wie sieht das beim Molybdän aus? Nein, de facto genau andersrum. Das ist auf der Suche nach einem Pi-Akzeptor. Das sucht ein Pi-Akzeptor. Systeme, die also sein freies Elektronenpaar aufnehmen können. Was ist da zum Beispiel möglich? Na, zum Beispiel Ethylen. Molybdän kann das freie Elektronenpaar, die Elektronen gut an Ethylen abgeben, ja, als Pi-Akzeptorsystem. Und ist damit glücklich, das ist der exakte Gegensatz, obwohl die beiden so ähnlich aussehen, zum entsprechenden Titanspezies. Das kann ich nur durch Aufschreiben der MO-Schemata, dieser verkürzten, stark verkürzten Systeme, leicht ableiten. Genauso leicht kann ich ableiten, dass Mangan-CP2 ja, als High-Spin-Komplex besonders reaktiv ist, ne, alle Elektronen umgepaart und in antibindenden Orbitalen, während dem Mangan-CP-Sternchen, Super-CP, ne, das war das substituierte CP, dafür als Low-Spin-Komplex deutlich weniger reaktiv ist, deutlich stabiler ist, weil es halt jetzt dem Ferrocen ähnlich ist. Das sind einfache Konsequenzen, die ich aus diesen Gesichtspunkten ableiten kann. So, jetzt hoffe ich, dass ich die Folie zum vierten Mal nicht noch einmal aufnehmen muss. Beim letzten Mal habe ich gesagt, sonst hören wir uns gleich wieder, das ist jetzt dieses Mal gewesen. Ach, ich hoffe doch mal. Mal schauen. So, wenn Sie aufgepasst haben und schon andere Vorlesungen hier gehört haben, wissen Sie, was jetzt kommt? Nach Bindungsgesichtspunkten und so weiter kommt die Synthese immer. Ja, und so ist das ja auch, wenn mein Stift noch umschaltet. CP-Komplex-Synthesen. Die erste Synthese stand in den Büchern, die ich hier habe, gar nicht drin. Das ist quasi die Entdeckung von Ferrocen. Da hat man einfach den Dampf von Cyclopentadien ja, durch ein dunkelrot glühendes, also sehr heißes Stahlrohr geleitet und hat eben festgestellt, hinten kam halt diese orange-roten Kristalle heraus und das war die Entdeckung. Ist natürlich ja als echte Feuer- und Schwert Synthese jetzt nicht unbedingt als Standardmethode ja, hernehmbar, da geben Sie mir vielleicht recht. Dennoch sollte man es wissen, na, klassische Synthese ist also mit Feuer und Schwert. Ja, wie immer unterteilt in verschiedene Blöcke und der erste Block ist besonders kompliziert. Wir nehmen das also, wir stellen die Synthese, die Komplexe her, indem ich durch oder vielleicht besser mittels einer CP-Quelle. Ja, das klingt sehr CP-Quelle, sehr nach SN-Reaktion und ist es auch. Ich kann also Eisendichlorid nehmen, Natrium-CP, kriege Natriumchlorid raus und entsprechend Ferrocen. Ja, klingt sehr einfach, ist auch nicht weiter kompliziert. Hier kann man immer gut die Qualität ne, der Arbeit daran abschätzen, ob der welche Farbe vielmehr das Natrium-CP hat, wenn man es in Lösung hergestellt hat. Je roter und dunkler, desto schlechter. Nächste Möglichkeit oder nächstes Beispiel, wir bleiben noch bei dem Punkt 1. Was macht man jetzt, wenn solch eine Molybdän-Pentachlor-Spezies hat und will diese jetzt umsetzen, wird man sagen, naja, das stimmt doch was nicht, da ist doch die Oxidationszahl irgendwie nicht so ganz richtig. Natrium-CP ist natürlich auch hier das Mittel der Wahl und ein Reduktionsmittel, Natriumborhydrid. Schön kalte Temperaturen,
zum Schluss auf Raumtemperatur aufgewärmt. Das ist meistens sehr schön, wenn das geht. Ne? Kann man einfach über Nacht dann warm werden lassen. Und Sie bekommen CP2-Molybden-H2. Leicht zu erkennen, genau richtig. Die Chloride, die wir ja beispielsweise vorhin an dem System gesehen haben, an dem Dichlorid, sind gleich noch gegen Hydrid getauscht worden durch Natriumbornhydrid. Das wäre eine hübsche Möglichkeit. Sie müssen nicht nur Natrium-CP nehmen, wenn Sie es giftiger mögen. Ja, das hat natürlich synthetische Gründe. Können Sie mit Thallium-CP arbeiten? Ja, da möchte man schon einen etwas erfahreneren Experimentator ranlassen. Das ist nichts fürs Grundpraktikum und auch nichts für Mokka-Praktika. Thallium-CP als übertragene Spezies sehr beliebt. Ebenso möglich, ne? Ist ebenfalls die übertragende CP-Quelle in diesem Fall. Ja, ganz logische Sache. Ne? Die CO-Liganden quasi jetzt als Spektorliganden, wenn man das so vorsichtig ausdrücken möchte, in dem Fall bleiben davon natürlich unbehelligt. Klassische Synthese. Wenn es als Minus geht, geht es auch als Plus. Fragezeichen. Natürlich geht es auch als Plus, deshalb nächste Möglichkeit, jetzt nicht CP minus, sondern CP plus. Also durch eine CP plus Quelle. Gut, das ist vielleicht der schwierigste Punkt, CP plus Quelle, aber wo soll ich das herkriegen? Ja, eigentlich auch sehr einfach. Als Beispiel nehmen wir so ein Eisen-CP-CO-Komplex als Art, negativ geladen. Ja, natürlich, ich will ja mit CP plus angreifen. Jetzt merkt man schon, woher der Wind weht. Was kann hier das Gegensystem sein? Denken Sie dran, hier steht zum Beispiel ein Natrium plus als Gegenion an. Ne? Sehr schwierig, natürlich C5, H5, na genau. Ich nehme einfach die Bromspezies, da hätte ich das ja schon. Und ich erhalte CP-Eisen, CO, habe ich jetzt CO2 geschrieben, super, ja, ganz klar, stimmt, aber CO in Klammern 2, also 2, und Hb2-CP, ne? Eta-1, na klar, das bindet jetzt nur mit der negativen Ladung, ne? mit der Teilladung dran, und jetzt hätte ich einen solchen gemischten Komplex mit gemischter Haptizität hergestellt. Naja, und wenn ich das hier erhitze, dann ist das, glaube ich, jedem klar. Delta T, dann fliegt natürlich CO heraus und wir bekommen FeCP2 heraus. Klar, als thermodynamisch stabile, ne, als Senke, ist das klar. Okay, die Seite ist voll. Ich mache eine zweite auf. Schauen wir noch auf ein paar Reaktionen, typische Reaktionen des solcher Komplexe. Typische Reaktion der Komplexe. Wir hatten ja, dass sie relativ inert sind gegen mancherlei Reaktionen und oder stabil sind. Das ist alles nicht falsch, stimmt alles. Dennoch lässt sich das unter geeigneten Bedingungen recht leicht zu ganz definierten Bedingungen umsetzen, was natürlich sehr schön ist. Ich kann beispielsweise mit Zyklopente, also ja, mit Ferro 10, ja, machen wir es kurz, mit Ferro 10 E+ und wie gesagt den geeigneten Reaktionsbedingungen ganz analog zu dem, wie wir das auch in der organischen Chemie gemacht und gesehen hätten. Ja, bis auf, dass es nicht ganz so hübsch aussieht hier, aber macht ja nichts. Friedel-Crafts-Reaktionen, Bromierungen und so weiter durchführen, das funktioniert. Sie ahnen schon, starke Oxidationsmittel gegenüber ist empfindlich, also eine Nitrierung ist schwieriger möglich. Aber beispielsweise Halogenreaktionen sind hier kein Problem. Ich komme also zu wunderbar definierten Verbindungen. Ja. Auch das kennen Sie möglicherweise aus dem Praktika.
Na, Sie stellen erst CP her, auch kein Problem, und dann machen Sie eine entsprechende elektrophile Substitution da. Das geht ganz gut. Im Übrigen reagiert das Benzol, naja, so circa 3 mal 10 hoch 6 mal schneller. Als Benzol, nur als Standard. Sagt, das ist sehr schön, kann man also, zerfällt nicht, ist stabil, kann man umsetzen, das klappt und die Verbindungen sind wohl definiert. Also beispielsweise kann man das Ganze mit einfach Essigsäurechlorid, also wirklich, damit Sie sehen, das ist wirklich ganz analog zur Friedel-Crafts-Reaktion. Da ist gar kein Problem. Komme ich hier, je nachdem, wie forciert und wie ich die Reaktionsbedingungen wähle, wie gesagt, das ist mitunter kritisch, zum einfach, ja, oder zweifach substituierten, also einem zweiten Ring, elektrophil angegriffenem, zweifach substituierten Ferro-10-System. Übrigens kann ich das Ganze auch ganz wunderbar zu wunderbaren Farben. Schade, dieses Jahr passt das Feld es nicht zusammen, sonst könnte man das immer mal zeigen. Protonieren, das sind dann schön farbige Komplexe mitunter. Ja, können Sie das Ganze protonieren und auch ist alles untersucht, brauchen Sie keine Angst zu haben, keine Sorge zu tragen. Dabei klappt das, haben wir bereits ja auch schon gesehen, auseinander und ist dann natürlich positiv geladen. Auch das funktioniert. Ja, Sie können daran machen. Ebenso können Sie Mannich-Reaktionen daran machen. Ne? Also Aminomethylierungen. CHO und HNME2. Ne? Das funktioniert. Sie können Metallierungen dran machen. Ja? Da ist nämlich Budi, unser Freund. Etwas zum Aktivieren. TMEDA dazu. Nicht Tempo. TMEDA. TMEDA, ne? Und dann können Sie das lithiieren. Einfach und zweifach. Lithiierung sind hier möglich. Ja. Sie können, wenn Sie den... wenn Sie vom Ferro-10 weggehen, ne, und gehen beispielsweise zum Kobalt, Sie wissen, das war, ne, dann sind die Elektronenmengen ja anders, zum Kobaldizinium-Salz über, dann können Sie das selbst oxidieren. Schreiben wir mal als letztes Beispiel, dann ist die Seite sowieso voll. Also es ist nicht kein CO, sondern C klein O, ein Kobalt. Ja, und zwar hier Methyl. Ca3 plus natürlich bei Kobalt, ganz klar, haben wir gesehen. Kann man mit HNO3, auch das analog zur organischen Chemie. Zur Carbonsäure oxidieren. Plus bleibt natürlich dabei erhalten. Also, das sind Kobaldizinium-Salze. Schwieriges Wort. Kobalt plus sind stabil und können entsprechend selbst oxidativ angegriffen werden. Was ja, habe ich geschrieben, starke Oxidationsmittel, da kann sich das Ferro-C manchmal etwas krantig haben. Ja, und zu allerletzt, das wollte ich Ihnen eigentlich auch noch zeigen. Naja, machen wir es hier mal in die Ecke. Auch die sogenannten Mehrfach- Deckerkomplexe sind möglich. Das ist ein Mehrfachdeckerkomplex. Jetzt muss ich sie auf den Kopf zeichnen. Sollte man denken, ist gar kein Problem.
ist aber tatsächlich mitunter in der Darstellung, ja, das bezeichnet man als Mehrfachdecker. Also nicht Doppeldecker sozusagen von dem Sandwich, sondern Mehrfachdecker sind also entsprechend so. Das wäre natürlich ein 34 Valenzelektronen-System, sind ebenfalls möglich. Also Sie sehen, eine große Chemie, da könnte man noch, ich blätter hier nur mal so in meinen Aufzeichnungen noch sehr, 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 sehr viel berichten. Ach genau, eins habe ich noch vergessen, die Pianostühle, das zeige ich Ihnen natürlich jetzt nochmal schnell. Das hatte ich ja angesprochen. Ich mache aber nochmal Platz, ist es wirklich voll, ne? So, mein Stift, genau. Bevor wir noch einen einzigen Blick auf andere Arena als Liganten richten, möchte ich Ihnen natürlich noch die Pianostühle zeigen. Zum Beispiel OC, ja genau, CO natürlich. Und CO, ne, quasi ein dreibeiniger Pianostuhl hier oben, der liegt, sollte ja flach liegen, ja bei mir natürlich wie immer nicht so richtig. Vielleicht kann ich das noch ein bisschen so zeigen. So, ja. Na, da kann man sich auch oben drauf setzen. Ein dreibeiniger Pianostuhl. Ja. Das wollte ich Ihnen auch zeigen. Das gibt es übrigens auch. Na, dann kommen wir jetzt als Switch. Ja, gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Zu solchen Systemen hier. Na, hier wäre jetzt, naja. Als Aromat Benzol genommen. Ether-6-Form. No, klar, korniert also über alles. Das Ganze natürlich auch hier in anderen Möglichkeiten möglich, wenn man das so sagen möchte. Ich kann hier auch zu Ether-4 ja, switchen. Fe. Natürlich müsste man die Bindungslänge dann hier etwas, ja, das ist natürlich nicht mehr wirklich das, der Aromat dabei, ja, wenn das so aussieht. Mal ruhig ein echtes Beispiel, dass man mal sieht, was alles möglich ist. Hier mit solchen verbrückenden, ja, das ist ein bisschen anders, sonst komme ich ins Gehage. G2 und auch die Methylphosphen und unten Silizium überbrückt möglich. Und auch die, also hier natürlich, hatte ich ja gesagt, 4-Form und auch die 2-Form ist bekannt. Also wo nur zwei, also eine Doppelbindung quasi. Existiert wäre zum Beispiel mit Silber. Die gibt es auch alle, ist gar kein Problem. Wichtiger Punkt hier, das alles ist in der Regel deutlich weniger stabil als bei Cyclopentadien. Heißt mit anderen Worten, das Ganze nimmt jetzt wird als Ektoligand und nicht mehr Spectator liegen, wie Sie möchten. Ligand sein. Ne? Das ist, der reagiert lieber mit, als dass er einfach nur, als dass er einfach nur zuschaut dabei. Ja? Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt überraschend als Synthese hierfür, ne? Wenn es reaktiver ist, dann klar reagiert es lieber mit. Lässt sich nur ganz einfach machen. Unser Beispiel hier oben mit Chromhexacarbonyl kochen Sie einfach in C6H6. Lösungsmittel als Kosolvent nimmt man gerne noch Dibutyleder, ein bisschen mehr Bums dahinter und Sie kommen zum 6C6H6 ChromCO3 Tricarbonyl System. Das kann also wirklich sehr effektiv sein. Ebenfalls, wenn Sie
Titan nehmen. Das heißt, dann lesen Sie gern sowas wie Atom, was aber eigentlich nur die Rieke-Form ist. Also Rieke-Titan, hochreaktiv, das genügt schon, wenn Sie das mit ganz normalem, naja, also sehr trockenem natürlich, aber Benzol umsetzen. Ebenfalls 2-Titan ist ebenfalls schon möglich. Oder in Analogie CP-Eisen, also ne, unser wunderbares Ferro 10, ebenfalls Benzol, Aluminiumchlorid, jetzt ahnen Sie schon, was kommt. Genau, dann können Sie einmal CP herausreißen. Denken Sie dran, ne? Hapto 6 ist also eine positive Ladung mehr und Aluminium ist entsprechend, also Tetrachloroaluminat, das Gegenion. Das ist auch möglich. Übrigens eine Möglichkeit dieser Art, das sieht ja so ein ganz klein wenig vielleicht nach Friedel Crafts aus, wenn Sie das Chrom-System haben wollen, also die Benzolbrom, ne, also mit dem Deckel oben unten drauf, das können Sie einfach aus Anhydrat, Chrom, Trichlorid, Aluminiumchlorid, Aluminium als Reduktionsmittel brauchen Sie auch noch, ne, das ist ja Null, ne, logischerweise, Reduktionsmittel ist Aluminium also dabei und Benzol, dann kochen Sie das Ganze, reduzieren es noch einmal und sind auch dort. Also die Synthesen sind auch da, aber das wirklich als Ektolegant ist, hat es natürlich, ja, ist interessant, wie es reagiert, aber da zum Einsatz kommt natürlich dann lieber das CP, was halt da recht inert dagegen ist. Jo, das wollte ich Ihnen, lassen Sie mich noch klettern, jawohl, das wollte ich Ihnen noch gezeigt haben. Damit würde ich jetzt den Punkt hier abschließen. Wir schauen uns beim nächsten Mal noch Reaktionen typische an. Ja, da hatten wir ja schon auch ein paar genannt, aber das nochmal, ja, um ein bisschen Ordnung reinzubringen. Bis dahin hoffe ich, Sie konnten etwas Überblick gewinnen, was es da alles Fantastisches gibt. Vielleicht haben Sie auch ja Interesse daran gewonnen und sind so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Der wunderbaren Welt der Metallozene. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und mir gewogen.